In dieser Sendung dreht sich alles um das Schrauben. Und dass Sie das so richtig gut hinbekommen, da haben wir tolle Helfer für Sie, kleinere und größere. Weil das soll ja leicht von der Hand gehen, oder? Ja, und geht's auch mit dem richtigen Werkzeug? Das ist wie so vieles im Leben. Wenn ich das richtige Werkzeug habe, dann ist es umso einfacher. Jetzt kommen wir mal zu den ganz, ganz kleinen Schrauben. Wir Otto-Normalverbraucher lernen die vielleicht mal kennen in einem Batteriefach oder auch in einer Brille. Aber Leute, die mit Elektrotechnik oder Feinmechanik, mit Modellbau zu tun haben, die kennen diese kleinen Schrauben, die man mit einem normalen Schraubenzieher überhaupt nicht bearbeiten kann. Was ist der kleinste Schraubenzieher? Das ist der Phasenprüfer, den man zu Hause hat bei sich, um damit mal eine Lüsterklemme festzumachen. Oder mal schauen, ob Strom auf der Steckdose ist. Aber es gibt noch viel kleinere Schraubendreher. Und da haben wir jetzt ein Set, das ist für mich wirklich das Nonplusultra, wenn es um Elektrotechnik oder Feinmechanik geht. Und ich habe es vor mir liegen, das ist klein und apart. Aber ich muss hier sogar die Brille aufziehen, weil die so klein sind. Sie werden das auch gleich sehen. Ich mache das mal auf. Richtig spannend, ne? Was wir hier sehen, ist wirklich toll gemacht. Wir haben hier so eine Schiebetechnik. Und jetzt haben wir hier wirklich alle kleinstmöglichen Schraubenzieher und noch viel mehr, als man sich vorstellen kann. Wir haben 7 Schlitz und 5 Kreuzschlitz. Nee, andersrum. 7 Kreuzschlitz und 5 Schlitz. Wir haben 11 Torx, aber in Größen, die man sonst eben nicht bekommt. Dann haben wir noch 11 Innensechskant. Dann haben wir noch diese Tri-Pain, heißen Tri-Point. Das sind da diese mit 3 Punkten, diese kleinen Gabelschlüssel. Dann haben wir Square. Wir haben 7 Außensechskantschlüssel. Wir haben die richtigen Adapter jeweils für die Größe und wir haben natürlich auch die Schraubendreher mit dem Aufsatz und hier auch 2 verschiedene, das finde ich auch schön, hier hältst du praktisch da und oder kannst oben halten, hier schrauben und beim anderen ist es genau andersrum. Aber ich glaube, für Feinmechaniker, die wissen genau, welche Schraube sie wo brauchen. Also was ich gleich gelesen habe, und das wird für viele ganz wichtig sein, der Schlüssel für ein iPhone, der ist auch dabei, das nennt sich ein Philips-Kreuzschlüssel, ja, der ist extrem klein, hat genau die Maße, um am iPhone Reparaturen loszumachen, wenn man versucht hat, Smartphone und anderes auch aufzuschrauben, wegen irgendwas. Du hast dieses Werkzeug nicht zu Hause. Damit kann ich jetzt auch Smartphones mal reparieren. Und jetzt schauen wir auf den Preis. Das ist 62-teilig. Also nicht nur, um die Brille anzuziehen, sondern ja, für die Feinmechaniker geht das viel mehr ins Detail, ins kleinste Detail. Jetzt hier den richtigen Bit raussuchen und dann loslegen im wirklich kleinstmöglichen Format. Schauen, haben Sie schon mal so einen kleinen Kreuzschlitzschraubenzieher gesehen? Ja, hier Brillenreparatur. Das ist auch bei, ich glaube, bei fast jedem Haushalt aktuell. Aber jetzt, wenn es in die Feinmechanik, in die Elektrotechnik geht oder Computertechnik oder dann Handyreparatur, dann braucht man natürlich die ganze Werkzeugpalette, die ich hier aufgeführt habe. Nochmal, es sind 62 Teile hier für 11,31 Euro. Ich glaube, da bleiben jetzt wirklich überhaupt keine Wünsche mehr für Leute der filigranen Arbeit übrig. 11,31 Euro, Sie haben es gehört. Und da sind natürlich auch diese ganz, ganz speziellen Bits mit dabei, die Sie da auf den Schraubendreher drauf machen können. In diesen klitzekleinen Größen, hier in dieser tollen Packung. Sie sehen es auch nochmal schön zum Hochklappen. Alles auch toll beschriftet. Und hier natürlich auch die entsprechenden kleinen Aufsätze, die Schraubendreher, um auch mal Smartphones zu reparieren und zu öffnen. Ne? Also hier ganz begehrt, NX6891. 569 Markenqualität von AGT für Sie zum kleinen TV-Sonderpreis 11,31 Euro. Da heißt schnell zugreifen. 62 teile ich das Ganze. Unser Profi-Schraubendreher-BZ für Elektronik und Feinmechanik NX6891569. Nochmal die Bestellnummer für Sie. Das ist aber nicht alles. Manchmal muss man auch ein bisschen größere Schrauben schrauben. Ja, und da haben wir natürlich auch so ein Spezialset für Sie in dieser genialen Box, muss man sagen. Ja. Das ist natürlich der Wahnsinn. Also das gefällt mir richtig gut, weil da ist wirklich alles aufgeräumt. Richtig. Und wenn du gerade anfängst mit der Box, die können wir hinstellen, wie ich es jetzt gemacht habe. Aber wir drehen sie einmal um. Wir sehen hier hinten auch Halterungen. Ich kann die also auch in der Werkstatt und der Werkbank an die Wand fixieren. Das ist toll. Da kann man alles dann auch rausgreifen und immer wieder einsortieren. Ne? Also so, dass man auch da eine gute Ordnung hat. Weil oft fliegt ja gerade so Schraubendreher, Werkzeug, fliegt ja alles kreuz und quer. Irgendwann, das ist wie bei Socken, irgendwann fehlt die Hälfte. Ja, du hast dann nur noch
hast die, die du brauchst, findest du nicht. Aber wir beginnen auch klein mit diesem Feinmechanikerwerkzeug. Da haben wir auch 8 dieser Schraubendreher hier in allen Varianten. Sehr, sehr griffig und auch hier hinten, das ist ja immer wichtig, wenn ich hier schraube, dass ich hinten trotzdem halten kann. Bei dieser Größe bekomme ich dann trotzdem natürlich eine gewisse Kraft auf die Schraube. Aber wir sind hier insgesamt 101-teilig. Wir haben jetzt neben den Schraubendrehern, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, auch 60 Bits und zwar alle gängigen in allen Größen. Wir sehen Torx-Schlitz, Kreuzschlitz, wir sehen, jetzt gerade wenn wir durchgehen, Schlitz, Kreuzschlitz, hier nochmal Kreuzschlitz, Torx, Innen-Sechskant müssen auch noch dabei sein, jawohl. Und somit Innen-Vierkant, Entschuldigung, da unten sind sie, und Proxy Drive ist auch noch da. Also alles, was heutzutage gängig ist, egal ob es um Möbel auf- oder Abbau geht, ob es um kleinere Reparaturen geht, ist an Bits dabei. Wir haben 2 besondere Schlüssel, die finden wir hier. Das sind so Winkelschrauber und das ist vor allem, wenn es mal eng wird, ganz, ganz toll, weil du siehst, du kannst jetzt praktisch um die Ecke schrauben. Wo man das, glaube ich, am häufigsten braucht, ist bei einem Scharnier oder einem Griff von einer Schublade. Mhm. Ja, wenn die sich gelockert hat, hast du ja innen im Gegensatz eine Schraube. Und da hinzukommen mit einem langen Schraubendreher ist relativ kompliziert. Du hast dann keinen Hebel mehr. Mhm. Hier geht das ganz einfach. Aber jetzt hier das komplette Schraubendreher-Set. Wir haben einen Bithalter mit dabei für die Bits und das andere sind jetzt alle auch wieder gängigen Schraubendreher. Und das Schöne ist, ich muss sie jetzt nicht bei jedem Schraubendreher rausziehen, gucken, oh, was war das jetzt? Oh, das ist ein Schlitzschraubenzieher, sondern wenn wir uns das mal anschauen, das ist hier oben bestens gezeigt. Die Größe und auch das Format. Und ich stecke es jetzt mal wieder rein. Ich zeige Ihnen jetzt nämlich mal alle, indem ich so nach vorne gehe. Ja, und da schauen Sie mal, jedes einzelne ist hier beschriftet. Ob es Torx sind, ob es Kreuzschlitz sind, ob Schlitzschraubenzieher sind. Na, in dieser Richtung sind wir. Ja, also wirklich alles bestens beschriftet und sofort griffbereit. Und so greife ich auch nicht 10-mal daneben. Weil das kennt jeder, der Schraubendreher sucht. Wenn du ein paar hast, du nimmst erstmal die 5 falschen in der Hand. Meistens, wenn du einen Schlitzschraubenzieher hast, hast du erstmal 3 Kreuzschlitz rausgezogen und umgekehrt. Aber hier ist wirklich alles bestens in der Übersicht. Das hier habe ich vorhin angesprochen, das ist der Bithalter mit Ratschenfunktion. Also auch das intelligent gemacht, dass es nur in eine Richtung dreht. Da sehen wir den Umsteller links, rechts. Hier die Bithalterung, da passen die Bits natürlich alle rein. Und hier habe ich auch den richtigen Hebel, um richtig schrauben zu können. Also für mich ist das ganz, ganz nah am Profi-Werkzeug. Jetzt auch immer aufgeräumt, immer griffbereit. Und das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Das ist so eine richtige Allround-Ausstattung. Ja. Ne? Also da hast du alles komplett, sie dann auch, vor allem auch gut sortiert. Immer toll natürlich aufbewahrt alles, organisiert, beschriftet. Für 21,76 Euro haben Sie den TV-Sonderpreis gesehen. 21,76 Euro das Ganze. Hier unser 101-teiliges Schraubendreher und Bitset mit der Wandhalterung bzw. Standhalterung, die NX3280569. Also das ist auch mal ein schönes Geschenk. Ja, wenn Sie ein Geschenk suchen für jemanden, wissen, oh, die Werkstatt, die ist schon so ein bisschen durcheinander. Ja, da fehlt vielleicht auch schon das ein oder andere. Der kann auch mal ein paar neue Bits gebrauchen. 21,76 Euro, das ist ein knaller Geschenk, das wir hier haben. Und hier haben wir jetzt was Neues für Sie. Das ist auch etwas, das braucht jeder. Ja, das ist also ein magnetischer Kleinteilhalter. Und jetzt angenommen, also Sie sind Rechtshänder, dann tragen Sie das an der rechten Hand, wenn man Linkshänder ist, an der linken Hand. Ganz einfach, weil ich ja mit der rechten Hand den Schraubenzieher in die Hand nehme. Ich mache das jetzt mal. Ja, ich nehme den Schraubenzieher jetzt mal in die Hand und dann sehen Sie es. Und jetzt muss ich ja schrauben. Und die Teile, die ich brauche, nehme ich ja mit der linken Hand. Deshalb rechts anmachen, wenn du Rechtshänder bist. Und jetzt kannst du losschrauben. Gerade auch gegen Verlieren von Schrauben, weil das sind jetzt große Schrauben, die ich hier habe, aber gerade in der Feintechnik, also in der richtig schönen feinen Technik oder in der Elektrotechnik, hast du Schräubchen, die fast nicht zu sehen sind. Ja? Und da findest du sie wieder, ja? Weil die gehen nicht verloren. Du siehst, die halten bombensicher, kann die sogar dagegen werfen, halten sie. Das ist ein Kleinteilehalter, der eigentlich in jedem Haushalt unbedingt sein sollte. Zu verschließen, ganz einfach hier mit diesem Klettverschluss und dementsprechend natürlich für Rechts- und für Linkshänder bestens geeignet. Und dann verliert man die Schrauben nie mehr. Ist ja das schon mal passiert, wenn du so eine kleine Schraube irgendwo rausgedreht hast? Kann Batteriefach von dem Spielzeug sein. Die natürlich, fällt auf den Boden, auf den Teppichboden oder unterm Sofa. Die findest du nie wieder. Ja? Höchstens beim nächsten Mal Staubsaugen, wenn es so ein kleines Geräusch macht, so klick, klick, da weißt du, oh, da war die Schraube. Mach sie gleich an so eine Magnethalterung, dann verlierst du sie eben nicht. Auch die Damen können da gerne zu greifen, weil sowas kann man auch sehr gut dann für die Stecknadeln nehmen. Ja? Also auch für die Damen, für die Stecknadeln ist das bestens geeignet. Nur so als kleine
kleiner Tipp, also für die Herren natürlich, für die Schräubchen, aber auch für die Damen, für die Stecknadeln, unsere MC5116 und die 569, 3,52 Euro. Also gleich zweimal bestellen, einmal für den Herren des Hauses, einmal für die Dame, kann man immer gut gebrauchen, der magnetische Kleinteilhalter mit dem magnetischen Armband. Und jetzt geht es hier richtig rund, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen Platz machen, weil jetzt kommt was ganz, ganz Großes zu einem Spitzenpreis. Muss ich gleich sagen, war schon mehrere Male ausverkauft, deshalb da müssen wir schnell sein. 37,91 Euro. Dieser Koffer hier, heiß begehrt. Ist also wirklich kein Wunder, dass er schon mehrfach ausverkauft war bei dieser Menge und dieser Qualität des Werkzeuges. Und jetzt geht es nicht mehr nur um Schrauben, sondern auch ums Bohren. Und ich glaube, jeder von uns hat schon ein oder zweimal Löcher gebohrt und dann den richtigen Bohrer gesucht. Oder mal einen kaputt gemacht oder, ja egal, jeder von uns bohrt irgendwann mal. Und das legen wir, komm, wir machen mal ein bisschen Platz, das legen wir mal ganz flach hin. Und dann sehen Sie, was hier alles ist. Es ist 204-teilig, allein 47 Bits, Langbits und Kurzbits sind dabei. Aber fangen wir doch mal auf der Seite an. Wir haben hier titanbeschichtete HSS-Spiralbohrer. Die gehen runter bis zur Größe 1, ja, also 1 Millimeter Durchmesser. Und wer mal sowas gebohrt hat, der weiß, die brechen immer ab. Deshalb sind die 1er-Bohrer auch gleich mal mehrfach da. Ja, also da siehst du es da unten, weil die eben sehr empfindlich sind. Aber da ist mitgedacht worden. Nebendran sehen wir jetzt gleich mal die Langbits, ja, etwas weiter unten und eine Schablone. Das ist auch ganz wichtig, weil oftmals weiß man nicht genau, wie dick ist jetzt die Schraube. Wir sind ja alle keine Profis oder wie dick ist der Bohrer oder der Dübel. Und hier kann man das mit der Schablone einfach mal sehen. Wir sehen hier Langbits und wir sehen auch Schlossschraubenbits, also die Außenvierkant hier. Und wenn wir weiter rüber gehen, jetzt kommen wir zum ganz harten, wir kommen zu Betonbohrern. Ja, die sehen wir dann hier. Da mit den roten Köpfen, die sind extra nochmal verstärkt, also Stein- und Betonbohrer, aber auch in allen gängigen Größen und auch mal für längere oder tiefere Löcher bestens geeignet. Du siehst hier alles. Da unten, wenn wir schon da sind, Nageltreiber, 4 Stück an der Zahl, die braucht man auch immer mal wieder. Und hier die Kurzbits insgesamt, 27 Stück, also auch alles gängige, Schlitz, Kreuz, Schlitz, Torx, Proxy Drive und so weiter. Oh, guck mal, da hat sich jetzt gerade mal ein Betonbohrer ein bisschen verirrt. Gleich wieder reinmachen, dass man beim nächsten Mal, wenn wir ihn brauchen, nicht suchen. So, jetzt gehen wir aber auch mal Richtung Holz, und zwar Holzbohrer, die man normalerweise nicht zu Hause hat. Ob das diese Kronenbohrer, sage ich immer dazu, ich glaube, der richtige Fachausdruck ist Lochfräsbohrer sind, um Durchlässe an kleinen Schränken oder Kommoden für Kabel zum Beispiel zu machen oder mal in der Holzverschalung eine Steckdose reinzumachen, dann kann man das. Oder diese Langholzbohrer, ja, damit kannst du, also habe ich erst, ist schon eine Weile her, aber selber gemacht mit einem 16er, das ist der hier, habe ich einen Türspion selber gesetzt. Das ging so spielend einfach, weil das halt beste Qualität ist. Und wenn wir da mal rüber schauen, was du hier alles hast, da fangen wir mal an beim Stein. Ja? Hier, ob das jetzt natürlich hier so Pflaster sind oder ob das eine Betonwand ist, spielt dabei keine Rolle. Du siehst es, der ist richtig robust und geht rein. Jetzt ein Langbit in Akkuschrauber rein. Und jetzt kann ich natürlich alles, was ich gerade gebohrt habe, auch verschrauben. Ob das bei Holzmöbeln ist oder jetzt in das gerade gebohrte Loch im Pflasterstein vielleicht eine Lampe montiert. Jetzt sehen wir Holzarbeiten. Hier ein 20er, also 2 cm Durchmesser, wird jetzt in irgendein Holz ein Loch gemacht. Könnte natürlich auch eine Kabeldurchführung sein. Vielleicht möchte man irgendwas anderes installieren. Das geht unglaublich einfach. Es liegt oftmals nicht an dem, der es macht, sondern wenn etwas schlecht wird, sondern am Werkzeug, das man hat. Auch ein Profi kann mit schlechtem Werkzeug nicht professionelle Arbeit abgeben. Wie soll das dann ein Laie können? Und als Laie, und wir sind ja alle Handwerkslaien, also alle Handwerker, Ausgebildeten nehme ich mal außen vor, aber für die ist das auch was. Ja, wir sind alle Laien und wir müssen natürlich, wenn wir was arbeiten, mit dem bestmöglichen Werkzeug und Werkstoffen arbeiten. Und das haben wir hier in diesem Koffer. Immer schön aufgeräumt, gut sortiert. Für alle Möglichkeiten, also wir haben ja, was haben wir, Stein haben wir zu bohren, Metall, Kunststoffe oder Holz. Und da ist wirklich für alle Möglichkeiten in allen Größen was dabei. Und wir kennen das alle, wenn wir mal irgendwas bohren wollen, genau den Bohrer haben wir nicht. Dann gehen wir zum Nachbarn, der findet ihn nicht in seiner Gruselkiste. Und dann fährt man vielleicht in den Baumarkt, ja, und bis man den gehabt hat. Also ist nicht nur der Kostenaufwand sehr hoch, sondern auch der Zeitaufwand. Hier haben wir alles, das sind jetzt diese Schlossschrauben. Wird meistens auch bei, ja eben, da sehen wir, das ist so eine
ja, ein Gerüst hier praktisch, da wird das verwendet. Aber du siehst hier nochmal diese titanbeschichteten HSS-Bohrer, das ist auch was ganz Besonderes. Da sind wir normalerweise auch viel, viel hochpreisiger. Jetzt nochmal 204 Teile und den Koffer für 37,91 Euro. Wenn der Koffer aus Aluminium wäre, würde der Koffer wahrscheinlich alleine schon 39,90 kosten. So kennt man es aus dem Baumarkt. Ja. Aber hier haben wir das Komplett-Set. Und da bleibt wirklich kein Wunsch mehr offen. Für 37,91 Euro. Und das ist für mich der absolute Hammer, weil das kaufst du einmal und dann hast du dein ganzes Leben lang alle Bohrer, die du irgendwann mal brauchen könntest, zu Hause. Und da brauchst du nie mehr zum Nachbarrennen oder stundenlang nach dem richtigen Bohrer zu suchen. Ja, das ist genau das. Man greift dann einfach, macht auf, greift rein, hat alles da, kann direkt durchschauen, welche Größe brauche ich. Das ist einfach so schön. Da ist man einfach glücklich, wenn man den zu Hause hat. Jetzt für 37,91 Euro. Greifen Sie zu, war schon mehrere Male komplett ausverkauft. Jetzt für Sie zum TV-Sonderpreis. Das ist genau das, was Sie haben müssen. Ja, da kommt endlich auch mal wieder Ordnung rein. Deshalb bitte da gleich bestellen. Nicht, dass der dann wieder ausverkauft ist. Unsere PE 4742 und die 569 für Sie. Unser 204-teiliges Profi-Bohrer und Bitset. Auch das natürlich eine schöne Geschenkidee mal, vielleicht für einen Bekannten oder vielleicht auch für den Sohn, wenn der jetzt ausgezogen ist oder so, ne? Wenn der auch dann seine eigenen Bohrer und Bits und alles haben möchte und nicht mal beim Papa kommen möchte oder beim Opa kommen soll oder so, ne? Und wir haben noch was Schönes, wenn man da wirklich auch ein bisschen näher mal an das Geschraubte ran möchte. Wir haben Ihnen vorher natürlich auch diese kleinen Bohrer gezeigt. Da muss man ein bisschen genauer drauf schauen. Ja, ich merke ja selber bei mir, es gibt Schrauben, da reicht bei mir nicht mal mehr die Lesebrille. Dann haben wir dieses. Das ist eine Stirnlampe, aber kombiniert mit einer Vergrößerung. Wir kennen das vielleicht von Zahnärzten, da sieht man das häufig. Die haben auch solche Stirnlampen und schauen dir dann genau auf den Zahn. Und hier haben wir die Möglichkeit mit verschiedenen Gläsern, die man hier einsetzen kann, ganz flexibel bis zu fast 8,5-facher Vergrößerung, nee, sogar 8,75-facher Vergrößerung, das zu vergrößern. Und jetzt haben wir zusätzlich noch in der Schildmütze eine LED-Beleuchtung. Und die ist sehr leistungsstark und oftmals unterstützt das ja natürlich nochmal und du hast es schon angezogen. Das ist richtig toll gemacht. Passt übrigens an jeden Kopf. Ich habe es vorhin, oh, jetzt hast du aber große Augen. Da kann man schon mal, oh, Hilfe, Hilfe. Großmutter, Großmutter, warum hast du so große Augen? Damit ich dich besser sehen kann. Ja, okay, irgendwoher kannte ich das. Ja, aber ich glaube, man kann so rum schon mal ermessen, wie das vergrößert. Und wir haben hier verschiedene Vergrößerungsgläser. Und wenn du es noch stärker willst, das Licht angeschaltet, ja, damit ich sie noch besser sehen kann. Wir haben vorne noch eine Schablone, das kannst du einfach reinstecken, wenn du möchtest. Dann hast du praktisch die Vergrößerung verdoppelt. Nimm es noch mal ganz kurz von der Stirn, dann machen wir das mal schnell und dann schauen wir uns das noch mal an. Guck mal, hier siehst du ein zweiter Schacht und damit kannst du eben die Vergrößerung noch mal verstärken. So, jetzt setz es noch mal auf, du wirst es sofort merken und dann, guck mal. Hoppla. Ja, ich glaube, das ist jetzt so groß, da kriegen wir gar kein richtiges Bild mehr. Aber und dann, dementsprechend kannst du zu. Wir haben insgesamt fünf dieser Vergrößerungsgläser hier. Und je nach Bedarf kann ich das machen. Die Beleuchtung noch. Du musst hinten, ist ein bisschen zu locker für dich. Gell? Ja. Aber das können wir jetzt hier gerne noch anpassen. Jetzt hält es. Siehst du, auf jede Größe. Deine Augen sehe ich nicht mehr. Aber nimm mal deine Moderationskarte. Und schau mal, jetzt siehst du jeden einzelnen. Siehst du das? Wow. Weil auf diese Entfernung arbeitet man ja in der Feinmechanik. Das ist ja unglaublich. Ich wünschte, Sie könnten das sehen. Geht das auch andersrum? Nee, Sie meine Moderationskarte sehen? Das ist riesig. Doch, ja. Doch, das geht. Jetzt siehst du nichts mehr. Aber du musst in die andere Kamera. Ich weiß, du siehst es. Sehen Sie das? Ja, wow, das wird riesig. Warte, ich zeige Ihnen das mal von der Seite. Mhm. Ha, sehen Sie das, wie groß das wird? Also, und jetzt findest du die kleinste Schraube. Wie sich das vergrößert. Kathi, beim Löten zum Beispiel könnte das ganz, ganz wichtig sein. Da muss man ja wirklich, da geht es teilweise punktgenau. Und gerade bei elektronischen Bauteilen, wie wir gerade gesehen haben, Computerbausteine, da sind so kleine Schrauben, die sind einfach mit dem Hilfe. Du machst mir ein bisschen Angst, das gebe ich jetzt ehrlich zu. Aber ich glaube, wir haben viele Zuschauer, die sich diese Stirnlampe holen. Passt auf jeden Kopf, weil es flexibel einstellbar ist. Und Sie können mit den verschiedenen Vergrößerungsgläsern genau die Vergrößerung hier einstellen, die Sie
sie brauchen, um dann optimal arbeiten zu können. Ich glaube, das ist für viele auch eine Riesenhilfe. Natürlich. Und dann haben Sie alles zum Schrauben. Sie haben hier die Lampe mit dabei und natürlich auch die Vergrößerungsgläser. Und dann geht das perfekt los. Wichtig ist ja immer, dass man alles zu Hause hat, um dann auch mal was arbeiten zu können, wenn es dann auch anfällt. Ne? Nicht, dass man da erst suchen muss oder dann erst los muss. Hier haben Sie jetzt nochmal die Möglichkeit, alles zu bestellen und das zu den TV-Sonderpreisen. Deshalb legen Sie los. Und dann hat man da auch wirklich Spaß mit, wenn man das richtige Werkzeug hat. Richtig, ne? Genau, natürlich. Ja, so sieht's aus. Deshalb jetzt gleich bestellen.